Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von FTB Infinity mit mir, dem Wolperdinger 2000. Uah, ein Creeper. Nein, nicht explodieren. Oh. Oh Mann, Gott sei Dank. In meinem Haus ist nichts passiert. Da ist ja noch einer von den Kasperköpfen. Uah. Komm, stirb. Nicht da hinten. Nein. Und stirb. Oh, dieses Schwert bringt es auch noch nicht wirklich. Obwohl schon einmal gelevelt hat in der Nacht. So. Okay. Ja, ich habe viel gearbeitet zwischen den zwei Folgen. Das heißt, im Endeffekt habe ich versucht, hier meine Pickaxe endlich mal ein bisschen zu leveln. Ist mir auch sehr gut gelungen, wie man sieht. Und das habe ich da hinten an dem Berg gemacht, zeige ich euch schnell. So, ein bisschen hüpf. Hier ist meine Level-Area. Ich habe hier den halben Berg ausgegraben. Genau, damit die Pickaxe etwas besser wird und die ist ja schon richtig gut geworden. Ich habe hier auch, ja, Zombie-Fleisch. Ich habe in der Nacht auch ein bisschen noch gekämpft und das Zombie-Fleisch werden wir auch benutzen zum Essen. Weil ich hänge die hier auf diese Drying Racks. Die macht man übrigens ganz einfach. Mit drei Slabs, zup, ein Drying Rack. Hängen noch eins hin. Und da können wir dann das Rotten Flash aufhängen und es wird dann. Oh, hat man doch ein Loch eingerissen. Eieiei. Und dann kriegt's Monster Jerky und das ist lecker essen. Aber ich habe ja genug Steine durch das Spitzhacken leveln, dass ich das hier mal wieder kurz richten kann. So, so. Ah, so doch nicht. Ah, oh, sag mal. Bin ich jetzt besoffen? Und weg und weg. Und ihr seht, die arbeitet richtig schnell. Das ist eine richtig gute Picke geworden. Mit der macht dann das Meinen auch so richtig Spaß. Oh, ein bisschen hier wieder das Loch auffüllen. Und dann mal kurz zu unserer kleinen Farm runterschauen. Die habe ich etwas vergrößert. Nicht viel. Hier ein paar so Dinger. Ja, super. Da war auch wieder einer unterwegs und habe hier die Hälfte kaputt gemacht. Ja, immer das Gleiche. Aber Minecraft-Seeds kann man auch noch so setzen. Oder auch nicht. Bist du kein Minecraft-Seed mehr? Ach nein, du nicht. Dann nehmen wir den hier. So. Und dann haben wir hier schon leck Essen. Ich weiß, wir müssen jetzt dann später mal die Seeds analysieren und auch schauen, dass das Zeug besser wächst. Aber das ist jetzt erstmal nur für den Anfang. Genau. Ja, und dann schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Wir brauchen irgendwann eine Schmelzerei, um das Zeug abzubauen. Besser gesagt zu schmelzen, was wir dann unten alles abbauen werden. Hier noch die ewig vielen Steine. Oh Mann. Wie gesagt, ich habe viel gelevelt, damit die Picke mal richtig läuft. So, hier da oben trocknet mal schön. Das Haus habe ich auch ein bisschen größer gemacht, damit man hier ein bisschen mehr Platz hat. Ups. Da habe ich ja gerade noch dahingestellt. Weg. Und dann gehen wir mal da runter, wo es die tollen Sachen gibt, die ich bis vor kurzem nicht abbauen könnte, weil ich ja nicht mehr als Stein abbauen konnte. So, hier eine fröhliche Höhle. Auch hier habe ich ein bisschen größer gemacht. Schon mal alles, weil ich nichts abbauen konnte. Aber jetzt können wir hier mal richtig fröhlich losmeinen. Das werde ich jetzt mal tun. Ich meine, jeder von euch weiß, wie Mining ausschaut. Es ist ziemlich langweilig. Ich werde das deswegen stoppen. Und dann, wenn es interessant wird, die Aufnahme wieder starten. Also, bis später. So, da bin ich wieder. Unten ein bisschen rumgemeint. Inzwischen ist es wieder Nacht geworden. Da draußen laufen wieder mal Zombies rum. Holen wir uns mal ein bisschen Frischfleisch. Oh nein, ein Creeper. Um Gottes Willen, den kann ich gar nicht brauchen. Verdammt. Komm rein, Jungs.
Oh. Ah, da ist ja ein Zombie, sehr schön. Komm her, komm, 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 komm rein, komm rein. Herzlich willkommen. Ja, komm schon. Gib mir dein Fleisch. Vielen Dank. Ach, und du gibst mir deine Knochen, finde ich auch nett. So. Und schnell weg, bevor der Creeper in die Luft geht. Naja, okay. Wir wollen eh nicht auf Dauer hier bleiben, da ist es egal, ob die das Gelände zerstören oder nicht. Okay, so, wir haben wieder ein bisschen Fleisch, wir haben einen Haufen Kohle gefunden da unten, also ich, ein bisschen Gravel und ein paar Ores. Die will ich aber jetzt noch nicht verarbeiten, sondern ich brauche dafür die Smeltery. Weil, ja, ich habe keine große Lust, die ganzen Ores zu verschwenden. Das heißt, ich würde sie von vornherein gern doppeln. Und es wird schon hell draußen, das ist schön. Das heißt, wir gehen jetzt dann gleich mal auf die Suche nach Lehm. Sand ist genug da, das weiß ich. Ist hier in die Ecke auch schon reingefallen. Okay, das heißt, guten Tag, Herr Creeper. Auf Wiedersehen, Herr Creeper. Uah, noch einer. Oh nein, weg, weg, weg. Ach, diese blöden. Bin ich ja ehrlich. Die gehen mir sowas auf den Keks. Okay, das war. Ups, noch einer hinter mir. Es war jetzt ungeschickt. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal reichlich Sand. Ohne dass wir uns da groß noch um den Abbau bemühen müssen. Wie gesagt, ich brauche noch Lehm. Muss ich jetzt nochmal schauen, ob wir da unten irgendwo ein Lehm finden. Gib mir deinen Sand. Ich könnte F7 auch mal wieder ausschalten. Habe ich immer gerne in der Höhle an. Damit ich... ja, sehe, ob ich ausleuchten muss oder nicht. So, hier haben wir... ups. Den. Ein bisschen Clay. Luft schnappen. Vielen Dank. Und schönen Clay holen. Der ist dann für die Smeltery noch wichtig. Ah, Luft. Oder ist vielleicht schon viel. Das ist toll. Da holen wir uns doch mal gleich einen ganzen Haufen. So, mal wieder kurz Luft holen. Und hier noch ein bisschen Clay abfangen. Über ein Stack, das ist brauchbar. Ich habe immer gern... hoppla. Immer gern am Anfang mindestens ein Stack Clay und ein Stack Sand. Ah, Sand brauchen wir dann doch noch. Genau, und dann noch ein Stack Gravel. Und dann können wir mit der Smeltery anfangen. So, ich baue jetzt hier noch ein bisschen Sand ab und dann suche ich noch Gravel und dann komme ich wieder zurück zu euch. Bis da. Oh, da bin ich wieder. Ich habe jetzt meinen Clay und den Sand und den Gravel beieinander. Das heißt, wir bereiten schon mal unsere Smeltery vor. Gravel, Clay. Gibt hier wunderbar Grout. Nehmen wir mal. So, dann du hier raus, du hier rein. Und brutzel mal fein. Da kommen jetzt Seared Bricks raus. Und daraus werden wir nachher unsere Smeltery bauen. Ich lasse jetzt die zwei Stacks hier mal durchbrennen und melde mich gleich wieder. Oder bin ich wieder? Also, es hat es. Ich habe noch einen zweiten Furnace gebaut, weil es hat mir tatsächlich. Ja, es ging zu lang und hatte keine Lust, zu lang zu warten. Jetzt habe ich die zwei Stacks hier durchgebrannt und jetzt fangen wir an, unsere Smeltery zu bauen. Das heißt halt, ich brauche auf jeden Fall noch Glas und damit wir es keine Kohle verschwenden,
Rennen wir mal achtsam durch. Okay. Ich brauche eine. Na, davon nehmen wir zwei. Zwei Facets und zwei Drains. Und einen Controller. Und dann den Tank, der müsste ich noch richtig im Kopf habe. So gehen, jawohl. Tank, so. Dann brauchen wir ein Porzellan und einen Casting Table. Und den Rest verbraten wir zu Bricks. Ist ja gesagt zu. Ja, zu Bricks. So. Dann stellen wir uns mal die Smelterie. Das ist eigentlich egal wohin. Dahin. So. Ich mache nur eine ganz kleine erstmal. Eine 4 auf 4. Ja, genau. Zählen müssen wir können. Eine 2 auf 2 natürlich. All dieweil. Nee, wir machen gleich eine 3 auf 3. Genau. Ist doch viel schöner. Machen wir mal schnell ein Ding hier hinstellen. Da hätte ich gerne meinen Controller. Oh, bin ich aber ziemlich nah an die Wand gegangen. Nein, den will ich dann da nicht. Hier will ich meinen Controller nicht. So, dann machen wir hier mal das so und so. Und so, ich komme hier zur Tür raus. Die habe ich aber jetzt. Nein, also. Wir gehen in die andere Richtung. Das ist ja alles viel zu nah am Haus. Macht ja gar keinen Sinn so. Jetzt erst gucken und dann bauen. Naja. Ja, passt schon. So, dann nochmal. Okay, dann. Ach. Bauen wir nachher weg. Hier erstmal Wand. So. Dann hier hätte ich gerne meinen Controller. Genau, und die Drain daneben. Ups. Und die andere Drain hierhin. Und da hätte ich eigentlich gerne meinen Tank. Tank. So. Jetzt habe ich noch 9 Stück. Passt schon. Hier, hier, hier. Hier und hier und hier und jetzt, jawohl, die Smelterie steht, sehr schön. Dann brauche ich dich und dich und euch zwei. Einmal hier und einmal da und dann Casting Table und das Passant. Okay. Es wird ja schon wieder dunkel. Aber die F7 hier ausschalten. So, die Smelterie steht. Jetzt werde ich mir ein bisschen Lava besorgen. Das Eisen ist übrigens von einem Zombie gekommen, nicht dass ihr euch wundert. Und da baue ich mir jetzt hier mal schnell so einen. Der müsste eigentlich mit zwei Sticks durchaus zu brennen sein, hoffe ich mal. Das sehen wir gleich. Ja, reicht. Sehr gut. Und ein Fired Clay Bucket. Damit holen wir uns jetzt da unten mal Lava. Damit wir unsere Smelterie in Betrieb nehmen können. Als erstes muss ich dann ein paar Castingformen basteln.
Ach ja, da habe ich hier übrigens den ganzen Clay rausgeholt. Schon aus dem Treppen. Clay, sage ich schon, den Gravel. Richtig schön aus dem Treppenhaus. Und ich weiß, dass da unten irgendwo Lava ist. Wo ist mein Pott? Hier. So, hier runter, dahin. Nehme ich die. Das ist zu schwer zum Wasser. Ich habe da hinten. Upsa. Ah. Ich habe hier hinten auch noch Lava. Achso, da komme ich aber schlecht hin. Oder? Wollen ja nicht reinfallen. Das wäre es jetzt. Abstützen, umfallen, tot. Nein, ich hole die doch von der anderen Seite. Ja. Wo war sie jetzt? Da hinten, genau. Hier mal schnell durchs Wasser gehüpft. Wiedersehen, Lava. Soweit ich weiß. Oh. Ja, machen wir hier mal so ein bisschen Licht. Und noch ein bisschen mehr Licht. Oh Mann. Und hier noch Licht. Oh, da geht's auch gut runter. Na, schön. Später. Jetzt erstmal wieder hier rausfinden. Ja, da ist meine Treppe. Ja, passt immer noch. Wunderbar. Hier und hier. Und da geht's wieder ab nach oben. So, wir haben einen Topf Lava. Und damit bringen wir unsere Schmelzerei gerade mal so. Naja, hier, klar. Dieses große Loch verwirrt mich etwas. Ja, ich wieder runter. Es ist Nacht, okay, dann erstmal frisches Essen machen. Lecker Monster Jerky. Ja, super, das regnet es auch noch. Aber es sind keine Viecher unterwegs, okay. So. Lava. Der Bucket, der Tonbucket, der geht verloren. Aber dafür haben wir hier mal ein bisschen Lava. Und jetzt holen wir uns. Nein, nicht das Iron. Zinn. Eins, zwei, drei. Und irgendwo habe ich doch auch schon Kupfer rumliegen. Jetzt müsste ich es nach da hier. 1, 2, 3, 4, 5, 9 brauche ich genau. Und ich habe hier gerade. Was ist er? Nicht zu mir gekommen. Schade, den hätten wir doch glatt vermöbelt für die erste Enderperle. Aber egal. So. Zumachen, falls hier doch noch. Komisches Getier kommt. Zup, zup. Und da kommt doch schon der erste. Na, komm her. Ach ja, mein Schwert hat übrigens Knockback bekommen beim Leveln. Letztens. Deswegen springe ich mal wieder schön weit weg. Und der Regen nervt. Ich muss jetzt unbedingt mal auf Schafsuche gehen. Ich brauche ein Bett. Es regnet es hier wahrscheinlich den ganzen Tag so schon weiter. Ja, was will man machen? So. Wie schaut's aus? Sehr gut. Und jetzt rein dir. Und dann. Ach, jetzt habe ich alles zu. Ah, ich habe ein Ingot bekommen. Genau, das kann ich jetzt hier nutzen. Sehr schön. Einmal. Dann legen wir da eine Kiste hin. Keine Pattern Chest, sondern eine normale Kiste, wo wir das Zeug reintun. Brauchen wir kein Special. Achso, ja, dich so.
Holzding kann ich da unten ja wieder rausklopfen. Brauche ich auch nicht. So, Chest. Dann packen wir hier auch mal das Holz wieder weg. So, dann sollten wir hier Gold und Bronze haben komplett. Jawohl, viel zu viel gemacht. Egal. Du willst nicht mal. Okay. Das heißt, ich brauche noch einen Seared Brick wahrscheinlich. Das ist jetzt blöd. Dumm gelaufen. Einmal du und einmal du. Hier mal schnell zusammengesetzt. Mal kurz hier durchschmelzen, damit wir es nicht komplett verschwenden. Jetzt ist ein Stückchen Kohle. Noch ein paar Kartoffeln hinterher. Kann ja nicht schaden. Na komm, es regnet draußen. Komm rein, willst nicht. Aha. Springen wir jetzt bitte nicht in die Schmelzerei, dann hätte ich da Blut drin. Das wäre ziemlich uncool. Dank. Ja, noch einer. Das Tolle ist jetzt auch, dass die Rüstung nicht da durch die Tür. Geil, da kommt noch einer. Oh ja, sehr schön. Monsterfleisch. Monster Turkey, Monster Turkey. Komm her. Noch mehr von euch Korbzeug. Hier schaut nicht so aus. So, dann legen wir hier mal den rein und schauen, wo es mit dir geht. Ich hab da Bronze drin. Es hätte. Oh oh, habe ich mich jetzt vertan? Das hätte Tinkers Alloy werden sollen. Copper, copper, copper. Und den Rest hin. Na, superb. Mit Bronze geht's nicht. Umgelaufen. Oh oh. Dumm gelaufen. Da muss ich mich jetzt. Was ist ja hier ein Zombie-Hut? Kopf. Da muss ich mir jetzt was überlegen. Ich glaube, dann brauche ich Gold. Ja, dann. Es ist jetzt natürlich dumm gelaufen. Baked Potatoes, auch was Feines. Viel besser als das Zeug da oben, ne? Aber trotzdem, man kann es essen. Okay, dann muss ich jetzt erstmal kurz schauen, wie ich denn jetzt hier zu meinen Castingformen komme. Alles klar. Bis gleich da. So, und ich bin zurück. Es war natürlich nicht Bronze oder Tinkers Alloy, sondern Aluminium Brass. Ja. Habe ich jetzt irgendwie verpeilt, aber egal. So, für Aluminiumbrass brauchen wir. Jetzt schauen wir lieber nochmal nach, nicht dass wir es nochmal komplett verhauen. Drei Aluminium und ein Kupfer. Aluminium haben wir auch schon irgendwo. Bin ich denn blind? Da. Eins, zwei. Machen wir mal für 4 und dann 4 Kupfer. So, zup, zup. Dann haben wir 8 insgesamt. So, 3, 4, ja, 8. Das müsste mehr als ausreichend sein. Und
Bronze. Ja gut, dann lassen wir hier schon mal ein bisschen Bronze raus. Das braucht man nachher auch noch. So ist es ja nichts. Und sonst ist ja nichts. So, jetzt hier rein mit dem Kupfer. Rein mit dem Stein. Molten Aluminium Brass. Sehr schön. So, jetzt haben wir unser erstes Ingot für die, ja genau, unser erstes Casting für die Ingots, unser erstes Ingot für die Casting, ja. Dann noch schnell die anderen bauen. So, hier ein bisschen Cobblestone. Nicht hier, sondern hier. Und dann einen Pickaxe. Einmal Schaufel. Und einmal Hackebeilchen. So, die gießen wir dann auch noch. Und dann ist es schon wieder Zeit, die Episode zu beenden. Ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaut auch wieder rein beim nächsten Mal. Wenn es dann wieder heißt FTB Infinity mit dem Wolperdinger 2000. Also macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao, servus, bis bald.